Dieser Look hier aus dem Smiley-Film war für mich echt so ein kleines Experiment. Ich habe den vor Ewigkeiten mal bei Pink Stylist auf dem Kanal gesehen und wollte den seitdem immer mal selbst machen. Ich verlinke euch sein Video dazu mal in der Infobox. Schaut da auch gerne mal vorbei, denn er ist wirklich unglaublich talentiert. Ich starte mal wieder mit sexy Haarnetz und Bald Cap. Das ist die, die ich beim Until Dawn Tutorial auch benutzt habe, falls sich jemand wundert, warum da Zeug drauf gemalt ist. Die Ränder klebe ich mal wieder mit Gesichtskleber fest. Über die Ränder gehe ich, wer hätte es gedacht, mit Latex. Das wird in diesem Tutorial wirklich regelrecht unser bester Freund. Denn ich trage Latex jetzt auch auf dem restlichen Gesicht auf, eigentlich überall, außer auf den Augen und am Mund natürlich. Davon trage ich auch einige Schichten auf und lasse sie immer zwischendurch kurz trocknen. Dann fange ich an, mit Klebeband meine Nase zu überkleben. Erstmal in waagerechten Streifen wie hier und dann auch noch an der Unterseite in so kleinen senkrechten Streifen. Und darüber gehe ich dann mit einzelnen Lagen von Papiertüchern und Latex wieder mehrere Schichten wieder zwischendrin trocknen lassen, also ihr kennt das ja langsam. Den Augenbereich klebe ich jetzt auch noch ab, ich lasse da aber zwei ganz kleine Streifen frei, man kann da auch noch recht normal rausschauen, nur eben nur nach vorne und nicht nach links und rechts. Auch darüber gehe ich wieder mit Kosmetiktuch und Latex, ich glaube das erklärt sich mittlerweile echt von selbst. Man kann übrigens auch noch atmen, zumindest konnte ich noch atmen, aber natürlich nicht mehr ganz so gut, aber solange ihr den Mund nicht überklebt, solltet ihr okay sein. Das mache ich auch über dem ganzen Rest vom Gesicht, einfach damit wir überall die gleiche Struktur bekommen. Ich schneide jetzt vorsichtig in unsere Latexmaske den Mund. Seid da wirklich ganz, ganz vorsichtig damit oder lasst euch helfen. Schneiden solltet ihr euch nämlich nicht. Logisch, ne? Mit einer gut deckenden Foundation gehe ich jetzt über alles drüber. Jede Stelle, die man überhaupt sehen kann im Grunde. Mit schwarzer Farbe fülle ich jetzt den Mund und den Augenbereich aus. Bitte macht übrigens dabei das betroffene Auge zu. Jetzt fange ich noch an mit Braun so ein bisschen zu schattieren, wo ich es für nötig gehalten habe. Also vor allen Dingen oben am Kopf entlang, weil das irgendwie zu flach aussah, fand ich. Um den Mund und um die Augen bin ich dann etwas mit Rot gegangen, damit alles eben so ein bisschen wund und irritiert aussieht. Sieht einfach ekliger aus damit, finde ich. Ich habe dann Kunstblut mit schwarzer Lebensmittelfarbe gemischt, weil ich zu dem Zeitpunkt kein richtig dunkles Kunstblut hatte und habe das dann im Mundbereich aufgetragen, so wie ihr es hier gerade sehen könnt. Das ist übrigens ein guter Tipp, falls ihr mal Kunstblut umfärben wollt. Versucht es mal mit Lebensmittelfarbe. Ein bisschen habe ich dann noch unter die Augen gegeben und dann habe ich auch schon mit Eyeliner die Nähte aufgemalt. Die Stellen, an denen die Fäden in die Haut gehen sollen, habe ich dann noch so ein bisschen schattiert, damit es ein bisschen echter aussieht. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich verlinke euch jetzt hier rechts mein letztes Spooktober-Video und meine Spooktober-Playlist mit allen Videos aus dem ganzen Monat. Das ging jetzt echt super schnell vorbei, oder? Aber am Sonntag kommt auch nochmal ein Zusatzvideo, falls euch das ein bisschen tröstet. Die Maske kann man übrigens nach dem Abziehen auch tatsächlich wiederverwenden. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Ich hoffe, euch hat die Spooktober-Reihe dieses Jahr genauso gut gefallen wie mir. Ich hatte auf jeden Fall mega viel Spaß. Und ich habe auch echt einiges dazugelernt, muss ich sagen. Vielen, vielen Dank auch für die tolle Rückmeldung zu den ganzen Videos und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann, wie gesagt, am Sonntag wieder und ja, bis dann. Tschüss!